Willkommen zurück. Für dieses Video solltest du bereits den Mittelwertsatz der Differentialrechnung kennen. Diesen haben wir im vorigen Video kennengelernt und wenn du neugierig geworden bist, es gibt auch einen eigenen Videolernzyklus zu dem Thema. Dein Ziel für dieses Video ist es, eine Formel zur Berechnung der Länge der Sehne zu finden. Du hast hier links in der Grafik dargestellt den Graphen der Funktion f und rot markiert ist eine bestimmte Bogenlänge l. Und wir wollen nun die Länge der Sehne für diese Bogenlänge berechnen. Und dafür haben wir nun am Arbeitsblatt folgende Aufgabe. Also hier steht, f ist eine differenzierbare Funktion auf einem Intervall der Länge Delta x. Der Mittelwertsatz der Differentialrechnung garantiert uns mindestens eine Stelle s im Intervall f. So, das gilt, also f' von s ist gleich Delta y durch Delta x. Den Mittelwertsatz haben wir im vorigen Video kennengelernt und dieser besagt, dass es mindestens eine Stelle s gibt, an der die Steigung der Tangente gleich ist der Steigung der Sekante für ein bestimmtes Intervall. Das heißt, wir wissen, es gibt eine Stelle s, an der ist die Steigung, also f' von s, genau gleich der Steigung unserer Sehne. Und wenn wir das nun umformeln, dann erhalten wir Delta y ist gleich f' von s mal Delta x. Wofür wir das benötigen werden, sehen wir in einem Moment. Wir sollen nämlich nun eine Formel aufstellen, mit der wir die Länge l der Sehne in Abhängigkeit von Delta x und f' von s berechnen können. Versuch das zunächst bitte alleine und pausiere dazu das Video. Im Anschluss werden wir dann gemeinsam über die Auflösung sprechen. Gut, also wir sollen eine Formel aufstellen, mit der wir die Länge L, also Groß L, die Länge der Sehne, in Abhängigkeit von Delta x und von f' von s berechnen können. Hier in der Grafik auf der rechten Seite sehen wir die Sehne eingezeichnet und wir haben hier auch ein rechtwinkliges Dreieck mit Delta x und Delta y. Das heißt, es ist naheliegend, zur Berechnung der Länge der Sehne den Satz von Pythagoras zu verwenden. Und somit lautet unser Ansatz, Groß L ist gleich Wurzel aus Delta x zum Quadrat plus Delta y zum Quadrat. Nun wollen wir aber die Formel nur in Abhängigkeit von Delta x und f' von s. Das heißt, wir setzen unser Delta y durch den Ausdruck, den wir oben gefunden haben. Das heißt, wir haben dann die Wurzel aus Delta x zum Quadrat plus, das Ganze in Klammer, f' hoch s mal Delta x, Klammer zu, zum Quadrat. Nun können wir weiter vereinfachen und das Ganze ausquadrieren. Dann erhalten wir folgenden Ausdruck. Wurzel aus Delta x zum, genau und das Delta x haben wir auch herausgehoben. Das ist Delta x zum Quadrat mal, Klammer auf, 1 plus f' von x zum Quadrat, Klammer zu. Wenn wir nun weiter vereinfachen, können wir das Delta x zum Quadrat aus der Wurzel rausziehen und erhalten somit Delta x mal Wurzel aus 1 plus f' von s zum Quadrat. Und dieser Ausdruck, der kommt uns ja schon bekannt vor. Wenn wir uns nämlich zurückerinnern, wie die Formel für die Berechnung der Bogenlänge ausgesehen hat, dann seht ihr, dass hier genau dieser Ausdruck drin steckt in der Formel für die Bogenlänge. Das heißt, scheinbar spielt die Länge der Sehne eine wichtige Rolle für die Berechnung der Bogenlänge. Das war's nun vorerst fürs Video und im nächsten Video werden wir dann weitermachen und die Formel zur Berechnung der Bogenlänge herleiten.